Das sage und schreibe 10. Album, Case Rebel, gratuliere dir. Dankeschön. Herzlich willkommen, wie geht's dir? Alles gut, dankeschön. Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht, weil deine Ansage war, du machst seit Jahren keine Interviews mehr. Jetzt sitzt du trotzdem hier. 100 km/h. Ja, Mann. Was führt dich hierher? Wie kommt's? Es wurde mal wieder Zeit, oder? Album promoten. Ja. Genau, lange kein Interview gegeben. Ja, tatsächlich finde ich auch. Ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, das war vor einigen Jahren schon. Ich fand es irgendwie so ein bisschen uncool, weißt du, sich in jedes Interview reinzusetzen, über alles eine Meinung haben zu müssen und überall seinen Senf dazu zu geben. Und die stilvollere Variante war für mich dann einfach zu sagen, lass deine Musik für dich sprechen und sag nicht zu jedem Scheiß irgendetwas. Aber dann im Laufe der Zeit ist wirklich viel passiert. So, vielleicht braucht man ein Update, vielleicht ein Update meiner Person auch gegenüber. Ja. Ich habe letztens zum Beispiel mir mal das letzte Interview reingezogen, was ich gegeben habe. Ich glaube, das war zur Maximumzeit. Und Bro, das sind einfach, wie lange ist das her? 5 Jahre, 6 Jahre? Ich habe einen fremden Typen zugeguckt. War krass, gar nicht mehr ich selber. Ja. Deswegen war so für mich der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, es muss ein Update, also ein Update muss her, die Leute müssen sehen, wie ich vielleicht jetzt drauf bin. Ich bin ein ganz anderer Mensch. Ja, ja, voll. Und jetzt bin ich bei dir. Ja, ich muss auch sagen, tatsächlich, du warst ja auch einer der Rapper, die gerade zu Beginn deiner Karriere sehr viele Interviews gegeben haben, auch gut darin waren. Ich würde auch sagen, das ist, man muss auch können. Und ihr und euer Camp, ihr wart gut darin, ihr habt das auch sehr gut genutzt. Und irgendwann plötzlich gab es dann sehr wenige Interviews, auch von Jam zum Beispiel, der hat dann auch irgendwann aufgehört, Interviews zu geben. Ja, Bro, das war so ein gemeinsames Ding. Wir sind ja auch sehr viel gemeinsam unterwegs und du siehst halt Interviews von anderen auch. Ja. Und du findest es halt irgendwie uncool die ganze Zeit. Immer Interviews, immer Interviews. Und wir waren nie die Typen, die jetzt 10 Interviews im Jahr gegeben haben, sondern Album ist rausgekommen. Wir haben unsere 1, 2, 3 Interviews abgeklappert, um natürlich das Album zu promoten. Ja. Darum geht es im Endeffekt ja jetzt auch. Aber bei mir geht es über dem Album hinaus nicht nur um die Promotion, sondern auch vielleicht um ein Update zu liefern, wie bin ich drauf, was denke ich, was sage ich. Mhm. Wenn man jetzt 5 Jahre lang nichts sagt, dann entstehen viele Situationen, Tatsachen werden verdreht, Behauptungen werden zur Wahrheit, weil man die ganze Zeit nichts gesagt hat. Weil man es stehen lässt. Deswegen stelle ich mich hier hin und kannst mich fragen und ich gebe dir Antworten. Tatsächlich gab es wirklich sehr viele Themen in der Zeit, wo du nichts oder fast nichts dazu gesagt hast, deswegen ist mal interessant, deine Sicht zu hören gleich. Erstmal aber zum Album. Das Album ist, als ich es gehört habe, muss ich dran denken, du bist schon tatsächlich auch schon seit Anbeginn deiner Karriere so der Prototyp-Rapper von auf einem Album ist für jeden was dabei. Du bist so vielseitig. Ich glaube auch, das ist das, was dir so in die Karten gespielt hat durch all diese Deutschrap-Epochen, muss man sagen, weil das ist ja schon sehr viel Wandel war in der Zeit, dir geholfen hat, nicht nur zu überleben, sondern immer wieder auch mit an der Spitze zu sein, weil du so wandelbar und so vielseitig tatsächlich schon von Beginn an warst. Ja, es gibt verschiedene Künstlertypen. Mhm. Vielleicht gibt es Künstlertypen, die davon leben, dass alle Songs gleich klingen oder dass ein Film komplett gefahren wird. Ja. Bei mir ist es auch so, dass ein Film gefahren wird, zumindest in den Songs, die zum Beispiel nach vorne gehen. Ja, so, du hast seit Anbeginn meiner Karriere zum Beispiel immer einen melancholischen Touch, einen düsteren Touch. Ja. Solche Touches, die gibt es immer noch. Mhm. Aber du hast natürlich recht. Also ich finde Alben langweilig, wo ein Thema auf das ganze Album zum Beispiel gezogen wird. Sondern ich möchte, dass die Leute sich auch entertained fühlen, dass es eine Achterbahnfahrt gibt. Bei diesem Song geht's hoch, dann geht's wieder runter. Dann hast du vielleicht etwas für eine Zeit, wo du selber vielleicht ein bisschen nachdenklich bist oder du identifizierst dich mit gewissen Thematiken und mit gewissen Gefühlslagen einfach. Also auf eine Art kann man tatsächlich auch argumentieren, dass die Art, wie du Alben machst, eher auch der Realität entspricht, weil ein Künstler oder ein Mensch generell hat ja nicht nur eine Facette, sondern das ist halt facettenreich, das Leben hat Höhen und Tiefen, so wie du deine Alben machst, sehe ich definitiv. Auf der anderen Seite, ich dachte mir, vielleicht ist das Albumformat an sich von Natur aus für die Art Künstler, die du bist, immer eher ein Hindernis gewesen, weil so wie du es erklärt hast, ist vielleicht wieder nochmal anders, korrigiere mich, falls ich falsch liege, aber ich hatte das Gefühl, du hattest jetzt nie die großen Konzeptalben, sondern du warst vielleicht eher so der Hitmaker. Du warst einer von ganz wenigen auch Street-Rappern, die Hits hinbekommen haben, schon ganz früh, auch bevor es so Deutschrap-Hits gab, hast du dich schon geliefert eigentlich. Deswegen,
warum machst du überhaupt eigentlich noch Alben? Weil du hast jetzt auch zum Beispiel 9 Singles gemacht zu dem Ding. Warum? Ja. Also es wäre ja eigentlich, Casey Rebel wäre für mich so prädestinierter Artist für nur noch Singles oder vielleicht EPs machen so. Ja, aber irgendwie ist das nicht so ein Anspruch, was ein Künstler haben sollte. Also am Ende des Tages sollte alles, auch wenn du zum Beispiel viele Singles machst, das sollte irgendwo münden in einem Album. Ich überlege mir jetzt nicht von vornherein zum Beispiel Konzepte oder Marketingstrategien, das tue ich nicht, sondern ich mache immer erst die Songs, versuche sehr vielseitig zu sein und überlege mir dann, was kann ich jetzt mit diesen Songs anstellen, wie kann ich das nach außen dann kommunizieren, wie kann ich das promoten. Aber für mich ist das sehr, sehr wichtig, dass ein Album vielseitig ist, weil ich fühle mich sehr schnell gelangweilt von... wenn ich mir jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt ein Gunner-Album gebe und dieses Gunner-Album ist so, hat einen roten Faden, so ich feiere ihn, aber dann irgendwann hat ein Song oder irgendwann zwischen 5 Songs, die in die gleiche Richtung gehen, haben dann 4 Songs nicht mehr so viel Gewicht und nur einer setzt sich durch. So, es ist nichts Spezielles mehr daran. Und gerade in der jetzigen Zeit ist es, glaube ich, vielleicht für viele Künstler wieder ein Ansporn, ein vernünftiges Album zu machen, was nach einem Album klingt und was dir mehr gibt als nur einen bestimmten Vibe. Weil irgendwie ist ja so in letzter Zeit das immer... Das gibt es eh jeden Freitag so. Weißt du, was ich meine? Von daher. Ja, sehr guter Punkt. Finde ich aber interessant, dass du sagst, dass für dich am Ende einer musikalischen Reise irgendwie schon ein Album stehen muss, weil du hast vor ein paar Jahren schon auf Neptun, glaube ich, gesagt, nur noch 2 Alben, dann Kamikaze. Ja. Also dann ist eigentlich Schluss. Jetzt updatest du das auf einem neuen Album. Du sagst nur noch ein Album, ich droppe noch ein Album, dann ist Mission Complete. Das heißt, das ist dein vorletztes Album, so wie ich dich jetzt verstehe. Aber du hörst ja wohl nicht auf, Musik zu machen. Du bist ja im Also guck mal, aufhören, Alter. Musik zu machen, das werde ich sowieso nicht. Ich will dich auch nicht anlügen. So. Ich habe da jetzt hinter mir, also ich habe da jetzt nicht irgendwie... irgendeine Information in meinem Kopf oder irgendein Plan in meinem Kopf, so, den ich verheimliche wegen irgendeiner Marketing oder so. Ich weiß selber nicht. So, ich muss mich, es muss bocken. Verstehe. Und ich habe jetzt noch auf safe hundertprozentig vor, noch ein Album zu machen. Und danach gucke ich, was ich mache. Also vielleicht droppe ich dann nur noch Singles. Vielleicht ist es dieses Albumkonstrukt, was ja auch einem gewissen Künstler wie mir zum Beispiel oder gewissen anderen Künstlern, das ist nochmal eine andere Drucksituation, ein richtiges Album abzuliefern. Ja, wenn du jetzt von Single zu Single denkst und zum Beispiel sagst, ich mache jetzt jeden Monat den besten Song, den ich machen kann, ist das eine andere Herangehensweise, wie wenn du sagst, ich muss meinem Namen und meiner Legacy gerecht werden und das 11. Album darf jetzt nicht schlechter sein wie das 9. oder wie das 8. Weißt du, das ist für mich auch eine Drucksituation. Ich sitze im Studio und ich nehme nicht die besten 18 Songs auf mein Album, sondern ich arbeite, tüfte, mache so lange, bis ich sage, jetzt habe ich ein Album, wo ich mein Gesicht nicht verliere, wenn ich an die Öffentlichkeit trete und sage, das ist mein Bestes. So lange arbeite ich an dem Album, bis es sitzt. Ja, verstehe ich. Macht absolut Sinn. Ist das vielleicht auch so ein bisschen einfach eine Dealfrage? Weil wenn du so weit im Voraus schon weißt, ey, noch 2 Alben, noch ein Album, dann, du hast, glaube ich, noch nie jetzt so konkret ausgesprochen, aber es hört sich schon so an, so, ey, ich habe noch ein Album jetzt. Und danach bin ich erstmal free, deswegen allein daher weißt du vielleicht gar nicht mehr, wie es weitergeht dann danach. Also wir sind Gott sei Dank an so einem Punkt, dass es musikalisch so gut läuft, dass ich jederzeit nachverhandeln könnte. Also wenn ich will, mache ich morgen nochmal einen Deal für 3 Alben. Ja. Und bevor ich mich an einen Tisch setze mit irgendeinem Vertragspartner, mache ich mir ja Gedanken, wie viele Alben will ich dem geben. Ja. Also ist jetzt nicht so, dass zum Beispiel... Universal zu mir kommt und sagt, ey, wir würden dir 3 Alben geben und ich dann sage, okay, dann ist Casey Rebel noch 3 Alben da. Ja, ja. Sondern ich verhandle das und ich habe zu einer gewissen Zeit irgendwann mal 3 Alben verhandelt und habe noch ein Album abzugeben, aber ich könnte jederzeit zum Beispiel, ich könnte sagen, okay, ich mache jetzt kein Album mehr, da mache ich halt kein Album und könnte nach dem Album sagen, ich mache jetzt nochmal 2, dann mache ich halt nochmal 2. Ja. Also deswegen würde ich sagen, hat nichts mit dem Deal zu tun, weil den Deal schließe ich ab. Okay, ja, verstehe. Aber natürlich, wenn du einen Vertrag aushandelst, dann Verträge werden ausgehandelt, um sie einzuhalten. Genau, eingehalten zu werden, ja, klar. Genau, von daher. Wo wir schon bei Deals und so sind, du hast ganz am Anfang angesprochen, ist natürlich mega viel passiert, seitdem du das letzte Mal wirklich so solo in einem Interview saß und gesprochen hast. Ich denke so, die größte Sache ist natürlich Banger-Musik.
2018 hast du Banger-Musik verlassen, beziehungsweise da war, glaube ich, die Situation, dass ein Vertrag einfach ausgelaufen ist. Ich glaube auch in erster Linie durch die Art und Weise, wie es öffentlich geworden ist, durch diesen PA-Song, hat das alles irgendwie so einen seltsamen Beigeschmack gehabt. Es hat auf einmal so einen negativen Beigeschmack gehabt, ja, safe. Anders als wenn du es jetzt selber, du hattest wahrscheinlich selber einen Plan, hast du ja damals auch kurz in deinem Insta-Statement gesagt, ey, ich hätte es lieber selber announced und so weiter, dann wäre es vielleicht komplett anders rübergekommen, keiner weiß. Deswegen, wenn du jetzt mit so einer gesunden Distanz, ich finde, da ist jetzt durch die Zeit auch keine Schärfe mehr drin, wenn du jetzt zurückblickst, was war der Grund, dass damals bei euch dir und Banger-Musik einfach nicht weiterging? Bro, der Grund ist einfach ein ganz einfacher. Ich habe irgendwann, nachdem ich da, wie viele Alben habe ich da gemacht? Ich habe da 5 Alben gemacht. Mhm. Banger rebellieren, lass mich ganz kurz, Banger rebellieren, Revolution, Fata Morgana, Abstand und Maximum. Maximum. Halt. Genau. Ich habe diesen, ich habe meine Vertragssituation bei Banger Musik habe ich 2-mal verlängert. Und irgendwann war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, nach 5 Alben, ich stehe jetzt an einem Punkt, ich möchte jetzt mein eigenes Ding machen. Mhm. Mich hat es sowieso persönlich im Privatleben nach Stuttgart gezogen. Ich war gar nicht mehr so extrem oft in diesem Banger-Umfeld und Banger-Basement, schon bei den letzten 1-2 Alben nicht mehr so viel. Ich war sowieso die ganze Zeit nur unterwegs, Tour, das, rechts, links, Termine. Und da war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe meine Dues gepaid. Mäßig, weißt du? Und jetzt möchte ich einfach in meinem eigenen Team mein eigener Kapitän sein und meinen Traum einfach verwirklichen, den jeder andere auch hat. Und da waren auch, also das waren geklärte Verhältnisse, jeder wusste Bescheid. Ich habe jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, eine Woche vorher gesagt, ey, ich bin weg oder so. Ja. Sondern ich habe das lange vorher angekündigt, habe offen mit den Leuten kommuniziert und da war jetzt irgendwie, keine Ahnung, es war nicht zu 1% irgendwie so eine komische Situation, die ich so empfunden habe, aber dadurch, dass Palm halt auf dem Song die Sachen so preisgegeben hat, im Vorfeld schon, war da so ein Beigeschmack, ob da irgendwie, keine Ahnung, ob ich irgendwas so heimlich gemacht habe oder so kompletter Bullshit, aber. Ja, der ist natürlich schachzugmäßig dir irgendwie zuvor gekommen, dann war das war dann so ein delikates, ein Leak eigentlich quasi sozusagen. Der ja, ich finde, wenn man jetzt im Nachhinein das so betrachtet, so, es ist eine Sache, die allen anderen Sachen, so die passiert sind, sehr, sehr viel Glaubwürdigkeit geschenkt haben. Mhm. Weil das war so, ist er wirklich bei Banger weg? Ja, ist er wirklich bei Banger weg? Ah, okay, dann ist ja auch alles andere Dings. Dann ist ja auch alles andere so. Verstehe. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Aber es war einfach, er war mir da zuvorkommend. So sollte das nicht sein. Natürlich mache ich mir auch meinen Plan. Ja. So, ich kann jetzt nicht heute einfach auf Instagram 18 Uhr posten, ey, ich bin da jetzt weg und jetzt bin ich hier. So, weißt du, ich spare mir das dann auf. Gerade so in der Phase, wo das alles passiert ist, ist sehr, sehr viel bei mir privat passiert. Mein Sohn war am Anmarsch. Ich wollte gerade sagen. Weißt du, mein Vater war sehr, sehr krank. Ja. Das war kurz bevor er dann auch gestorben ist. Ja. Und ich habe geheiratet. Ich bin nach Stuttgart gezogen. Ja. Verstehst du, was ich meine? Einfach sehr, sehr viele Sachen, die da zu dieser Zeit passiert sind. Und ich musste mich in der Zeit einfach, das waren ja alles so Faktoren, die ich erstmal so für mich überwinden musste, wo ich mich neu ordnen musste. Mit wem arbeite ich jetzt weiter? Auf was für eine Art und Weise arbeite ich weiter? Und genau in dieser Zeit, ist das dann halt alles gekommen. Deswegen habe ich halt einen Ticken länger gebraucht. Ja, voll. Ich glaube, letztes Jahr in einem Interview hat Farid auch gesagt, dass für ihn so dieser Grundgedanke damals, als er Banger-Musik gemacht hat, war für ihn so eine Crew aufzubauen, ein Team aufzubauen, dass er das jetzt auch mittlerweile gar nicht mehr selber so sieht bei Banger-Musik, weil alle, ich glaube, da ging es gar nicht mehr um dich, sondern um die Leute, die da noch so sind, alle so sehr auf ihren eigenen Beinen stehen und so auch teilweise sich aus ihren Rollen rausentwickelt haben, in denen sie einst zu Banger-Musik gekommen sind. Also Jam ist ja auch ein ganz anderer Künstler mittlerweile, als er damals war, würde ich sagen. Hattest du auch so ein bisschen das Gefühl vielleicht, dass du dich einfach entwickelst als Künstler oder als Mensch und so dieser klassische Tapetenwechsel auch so ein bisschen gut tun würde? Ja, auch. Also es ist nicht jetzt ein Grund, woran ich jetzt festmache, wieso ich irgendeine Entscheidung getroffen habe. Oder es sind einfach sehr viele Faktoren. Ja. Irgendwann hast du einfach nach 5 Alben willst du vielleicht den nächsten Step machen. So, weißt du, was ich meine? Guck mal,
ich brauche jetzt nicht irgendwelche Namen nennen, aber nimm dir jeden Künstler aus Deutschland, ja, der mal bei irgendwo bei einem Label war, und sag mir, wer fünf erfolgreiche Alben und dann ohne viel Tamtam, ohne nix, einfach seinen Weg weitergegangen ist. Es war eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Diese Crew-Sache, die du ansprichst, die ist für mich nach wie vor so, also jeder, der mich bei von Banger Musik anrufen würde, egal wer, so, ich bin erreichbar, ich bin da, egal worum es geht. Und ich habe mich jetzt nicht irgendwie musikalisch so anders orientiert, dass ich sage, nee, ich will jetzt zum Beispiel mit dem nichts mehr zu tun haben oder das. Solche Sachen gibt es gar nicht, sondern es ist einfach, meine Sache ist irgendwann so groß geworden, ich bin künstlerisch an einen Punkt angekommen, dass ich gesagt habe, ich will jetzt den nächsten Step und ich möchte jetzt, keine Ahnung, nochmal 3 Alben für mich selber machen. Verstehe. Verstehst du? Einfach aus diesem Aspekt heraus. Ja, ja. Ey, macht Sinn. Gerade das mit dem Erfolg, mit dem Erfolg, so, da hast du voll recht. Ich glaube, jeder Rapper, der bei einem Rapper-Label war, der ist ab einem bestimmten, irgendwann schlägst du an so ein... Die machen ein Album und wenn das Album krass ist, ja, geht jeder seinen eigenen Weg. Ich habe meine Alben gemacht, die waren mega erfolgreich. Danach habe ich verlängert, nochmal 2 Alben gemacht, die waren noch erfolgreicher. Eine richtig geile Zeit gehabt. Ich verstehe mich auch mit jedem Einzelnen von Banger Musik auf eine andere Art und Weise. Mhm. So, es ist nicht so, dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, mit Farid und mit Ralle weil das tägliche Geschäft habe ich immer, das war alltägliche Geschäft, war immer eigentlich mit Ralle. Ich habe mit Ralle am meisten zu tun gehabt. Am Tag einfach 1-2 Stunden telefoniert immer. allein wegen dem Business und so. Mhm. Aber es ist nicht so, dass es nur das ist. Abgesehen von den Künstlern, jeder Mitarbeiter, Richie, der Tourmanagement macht, Tyron, der im Büro arbeitet, Mohammed, der Touren macht oder keine Ahnung was. Ich bin mit jedem, habe ich ein eigenes persönliches Verhältnis und ich bin einfach dankbar für die Zeit, dankbar für die Erfahrung. Es war eine geile Zeit, aber irgendwann geht es dann auch weiter. Nicht im Negativen, einfach im Positiven. Hauptsache, man kann sich irgendwie, keine Ahnung, nach 5 Jahren immer noch in die Augen gucken, was ja irgendwie auch der Fall war. Wir haben das letzte Maximum-Album haben wir einfach zu zweit gestemmt über Rebel Army und über Banger Musik. Ja, Mann. Das ist doch für mich eine positive Entwicklung, wenn dann irgendwann, keine Ahnung, aus der Wurzel heraus auch Äste und Zweige entstehen und die Sache immer größer wird und jeder irgendwie noch mehr wachsen kann. Jam hat jetzt seine eigene Sache mit Scorpion, mit der Scorpion Gang. Richtig krank. Also Majo macht, glaube ich, ein bisschen so seine eigenen Sachen. Ich glaube, Karab macht ein bisschen seine eigenen Sachen. Ja, Mann. Also alles Dings, alles easy. Ja, voll, absolut. jetzt habe ich die PA-Sache angesprochen. Das war jetzt so ein bisschen, natürlich jetzt schon, hat jetzt schon eine Rolle gespielt. Das war eine Sache, die ist auch gleichzeitig passiert. Da hast du damals in einem Insta-Post reagiert, relativ schnell. Ja. Seitdem nie wieder darüber gesprochen. Auch da würde ich sagen, es sind fast 4 Jahre vergangen, Alter, das ist auch viel Zeit. Das war 2018, glaube ich, alles. Ich hoffe, dass da natürlich dementsprechend so ein bisschen Schärfe raus ist. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, letztens, PA und Manuelsen haben sich die Hand gereicht. Ja, habe ich gesehen. Die hatten ja auch letztes Jahr schon einen dicken Streit, würde ich sagen, mal wieder. Und die haben sich wieder die Hand gereicht. Wenn du zurückblickst, was war das für dich für eine Zeit? Weil du hast gerade gesagt, natürlich, da ist privat sehr viel passiert, dementsprechend war das wahrscheinlich irgendwie noch schwierigerer Schlag, so als er ohnehin gewesen wäre. Aber kam das für dich überraschend damals? Sein Track so? Ja, auf jeden Fall. Also ich wusste es so einen Ticken vorher halt, ne? Aber es war schon überraschend. Bruder, im Nachhinein, guck mal, was soll ich dir sagen? PA, egal was er jetzt gesagt hat oder egal was er gemacht hat, so, ich wünsche ihm alles Gute. Ich stehe über dieser Sache und ich bin musikalisch und mit meiner Sache, mit meiner Situation, mit meiner familiären Situation, ich bin auf einem ganz anderen Film. Das Einzige, was ich von ihm erwartet oder mir gewünscht hätte, wäre, dass er das einfach persönlich mit mir klärt, weil der war jetzt für mich nicht irgendwie so ein Kumpel aus dem Rap-Business oder so, der war richtig mein Bruder. So, weißt du, wenn ich in diesem Geschäft irgendjemanden so richtig mit Nähe betrachte, dann war das immer Jam, er, wo mein Herz anders gepocht hat für die. Natürlich bei ihm nochmal anders, weil ich kenne ihn seit der Schule und ich hätte mir einfach gewünscht, dass er das persönlich mit mir klärt und nicht im Internet.
Deswegen wird von meiner Seite aus niemals öffentlich irgendwas kommen. Ich werde nicht öffentlich irgendwie gegen den schießen oder irgendwas oder keine Ahnung was. Das ist nicht meine Art. Ich will auch nicht für sowas stehen. Ich habe dir auch gesagt, gerade am Anfang vom Interview, diese Interviews geben und Statements, der sagt was gegen den, der sagt was gegen den und dann kommt wieder da was. Das ist nicht meine Art. Ja. Vielleicht irgendwann am Ende, nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, soll es nach 20 Jahren sein, kann sich jeder vielleicht ein Bild machen, was passiert ist in der Zwischenzeit. Mhm. Wer vielleicht den kühlen Kopf bewahrt hat, wer vielleicht überreagiert hat. Oder er hätte mit mir ganz normal über alles quatschen können, aber es ist so, wie es ist. Ich wünsche ihm niemals etwas Schlechtes und damit hatte ich das. Das ist ja eh schon mal schön zu hören. Also was ich glaube, was du gerade gesagt hast, was ich wichtig finde, nochmal zu betonen, dass die Leute checken, ihr seid nicht einfach irgendwann mal auf Tour gegangen und habt ein paar Features gemacht, sondern ihr seid beide Essener, ihr kennt euch seit Schulzeiten, ihr habt im Grunde zusammen angefangen zu rappen als SAW damals, Schwarz auf Weiß. Bruder, wir haben eine, also ich will nicht zu hoch greifen, aber ich glaube, wir haben eine Zeit geprägt. So, weißt du, wir haben, es gab sehr, sehr viele Leute, sehr, sehr viele Künstler, die es heute gibt, die damals krass auf uns geschielt haben oder ja, krass, Mann. Also da war auf jeden Fall Dings, da war sehr, sehr viel Impact auf die Szene in allem, was wir gemacht haben. In der Zeit, wo ich gemeinsam mit ihm war, in der Zeit, wo Pottweiler war. Ja. Und ja. Ja, wie auch immer. Also man, ich hätte mir einfach gewünscht, dass es nicht so läuft. Das ist für mich so das Worst-Case-Szenario. Mhm. Er hätte einfach mit mir reden können, aber du jetzt sagst, ist es, wie es ist. Du sagst jetzt, du wünschst ihm alles Gute? Ja. Was soll ich machen? Er hat in einem Interview mit Burak gesagt, er hätte das Gefühl, du hättest noch eine Rechnung offen. So hört sich das jetzt bei mir nicht so an, ehrlich gesagt, oder? Nee, also ich glaube, wenn ich eine Rechnung mit irgendjemandem aufhabe, dann, Bro, ich habe auch einen Background, ich halte auch ziemlich viel von mir selber. So, weißt du, wenn ich unbedingt eine Rechnung mit irgendjemandem offen habe, dann würde ich darauf anlegen oder keine Ahnung was. Aber ich habe, damals habe ich dieses eine Statement gemacht und habe die Sache abgehakt. Mhm. Ich war enttäuscht, dass er es öffentlich macht. Ja. Das war das Einzige. Plus, ich war von der Verfassung her, wie ich gerade privat dastehe, gar nicht in dieser Situation, dass ich noch giftiger hätte reagieren können. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe das auch nicht in mir, dass ich jetzt 5 Jahre danach oder so jetzt irgendwie anfange, jetzt giftig zu werden. Die Sache ist durch. So, was willst du jetzt noch Dings machen? Was willst du jetzt so eine alte Sache nochmal aufkochen? Siehst du irgendeine Möglichkeit, dass man sich irgendwann, weil da hauptsächlich auch, weil da so eine Historie hintersteckt und weil da ja eigentlich auch so viel Emotion irgendwie in der Sache drin steckt, er meinte, an ihm wird es nicht scheitern. Wenn man sich ihr müsst jetzt nicht nochmal SAW machen, das ist sowieso klar, ne? Da ist vielleicht auch zu viel passiert jetzt, aber dass man einfach so diese... Willst du einen Tisch machen? Da muss ich einen Kollegen von mir anrufen, das ist ein Ding, aber dass man sich zumindest mal die Hand reicht und sagt, Bro, okay, das mal, Ding hab, ist Tabula Rasa so. Ich habe wirklich, also ich habe da, ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, nein, ich bin dazu oder was weiß ich. Ja. Ich kann über diese Sache stehen. Kann ich stehen, aber für mich müsste da einiges passieren. Also es ist nicht so, dass ich jetzt einfach sage, okay, tamam, ich habe jetzt hier, der hat 30 Minuten lang Lied gemacht und jetzt kann jeder kommen und dann einfach mit einem Handschütteln ist das vergessen. Weil es gibt viele Sachen, die da gesagt wurden, wo ich mir wünschen würde, dass er einfach die Sachen für sich selber, kann er klarstellen, wenn er das macht, kann er das machen, dann kann ich vielleicht anders auf diese Sache schauen, aber so in dieser Form muss es nicht sein, so er kann seinen Weg gehen, ich kann meinen Weg gehen, aber wenn dieser Punkt kommt, dass er zum Beispiel, weil ich habe das Gefühl gehabt, er hat so sich persönlich auch in den letzten 1, 2, 3 Jahren weiterentwickelt, aber wenn er so komplett die Entwicklung abschließen will und man wirklich Tacheles reden möchte, kann er das machen, dann kann ich ihm vielleicht auch irgendwann in die Augen schauen wieder und dann ist alles gegessen. Also ich habe da kein Problem mit. Also offensichtlich sind da ein paar Sachen, die er gesagt hat, die du natürlich nicht so siehst und du möchtest, dass er sie klarstellt. Ich würde immer davon ausgehen, dass er die sowieso ganz anders sieht und dass er gar nicht, dass ihm gar nicht bewusst ist, welche Sachen du wollen würdest, dass er klarstellt. Weißt du, was ich meine? Ja, aber wenn man ja persönlich gequatscht hätte, hätte man das ja einfach alles aus der Welt schaffen können. Bro, guck mal, wenn man sich so lange kennt, weißt du, es gibt keine Freundschaft. Guck mal, Jam ist mein Bruder.
Ja. Meinst du, ich habe mich noch nie mit Jam gestritten? Gibt es so eine Freundschaft? Wenn ja, sag's mir. Kommt immer vor. Ja. Aber wenn ich jetzt, wenn wir uns jetzt anfangen, wenn wir irgendeine Meinungsverschiedenheit haben und wir dann anfangen, irgendwie, keine Ahnung, öffentlich aufeinander abzugehen. Ich habe das schon zu lange im Deutschrap bei anderen Leuten gesehen. Mhm. Und wenn ich das bei anderen Leuten gesehen habe, ich habe einen Ekel bekommen. Ey, immerhin klingt das sowohl von dir als auch von ihm so, als ob zumindest die Wut größtenteils weg ist. Das heißt, da jetzt nicht irgendwie Notwendigkeit herrscht, noch weiter. Also von dir kam ja sowieso nicht. Was soll er jetzt noch wütend sein? Der hat doch schon, der hat doch schon 20 Minuten. Deswegen dachte er, du hättest eine Rechnung offen. Nein, Bro, ich habe keine Rechnung offen. Wirklich. Okay. Ich wünsche ihm alles Gute und fertig. Ja, das zumindest, finde ich, klingt das ganz gut. Für all das, was passiert ist, das, glaube ich, eine gute Antwort, die man bekommen hat. Du hast jetzt ein paar Mal angesprochen, natürlich, dass du in der Zeit, dass da viel Privates passiert ist. Vor allen Dingen, ja, du bist Vater geworden, du hast geheiratet. Das sind natürlich so die zwei größten Milestones, die man so als Mann irgendwie machen kann in seinem eigenen Leben. Du hast ein paar Zeilen auf deinem Album, finde ich, die immer wieder in ähnlicher Art vorkommen. Ganz früh sagst du, irgendwie habe ich alles gewonnen und alles verloren. Ja. Dann hast du nochmal diese Bucketlist-Lines, wieso ist meine Bucketlist leer und ich habe fast alles schon gemacht, was auf meiner Liste steht. Wann kam für dich der Punkt, dass du gemerkt hast, boah, irgendwie scheinbar habe ich keine Ziele mehr oder irgendwie auch dieses Motivationsproblem, weil du bist Anfang 30, du bist im besten Alter, du bist super erfolgreich mit allem, wofür du gekämpft hast so die letzten Jahre, du privat läufst bei dir Bombe, du lebst in einer schönen Stadt, deswegen, woher kam dieser Punkt, dass du irgendwann gesagt hast, boah, irgendwie seltsamer Moment gerade. Naja, kein Motivationsproblem, aber in dem Metier, wo ich mich gerade befinde, da habe ich halt wirklich alles durchgespielt. So, ich mache mein 10. Album gerade, relativ erfolgreich alles. Ja. Und familiär habe ich mich weiterentwickelt. Vielleicht ist ja der Punkt, dass eine Metamorphose stattfinden muss und ich vielleicht aus meiner Hülle jetzt rauskrieche und vielleicht etwas Neues für mich suche. Ja. Deswegen weiß ich nicht, was morgen übermorgen ist. Also doch, ich weiß, was morgen übermorgen ist, aber ich weiß nicht, was in einem Jahr ist, was in zwei Jahren ist. Und man wird immer schlauer, man lernt nie aus. Ja. Ich denke immer so, der jetzige Standpunkt, wie ich gerade hier sitze, das ist einfach mein perfektes Ich. Mehr ging nicht. Okay, so bin ich hier, so weißt du. Ja. Aber wenn ich in einem Jahr mir dieses Interview anschaue, dann denke ich mir wahrscheinlich wieder so, ey, Bro, warum hast du da. Aber das ist ein schönes Zeichen, alles andere wäre enttäuschend. Genau, du entwickelst dich immer weiter und ich weiß nicht, was noch kommt. Aber du hast recht, also ich habe früh angefangen. Der Erfolg kam bei mir auch sehr früh. Stimmt, ja. Und dann stehst du halt, keine Ahnung, mit 33 an einem Punkt, dass du vielleicht das durchlebt hast oder das gesehen hast, was andere vielleicht mit, keine Ahnung, mit 35 oder mit 40 oder mit 45. Ja. Oder vielleicht sind andere schneller wie ich gewesen, keine Ahnung. Gerade heutzutage, das wird interessant zu sehen, wie die super Shooting-Stars jetzt die letzten zwei Jahre, wie die sich fühlen, weil die sind wahrscheinlich mit 25 dann an dem Punkt, wo du mit 33 bist, Alter, und das ist dann auch vielleicht nicht ganz so schön, ne? Ja, also es ist auf jeden Fall schwieriger, glaube ich, für die Leute. Also du hast trotz deines frühen Erfolgs auch einen guten Teil Struggle noch mitgemacht. Also diese ganzen Derdo-Derdo-Zeiten waren, glaube ich, nicht. Bro, wir haben. Hat bestimmt Spaß gemacht, aber das war schon. Wir haben angefangen zu einer Zeit. Ja. Deswegen schreibe ich es so Leuten wie mir, wie Manuel, wie PA, wie all diese Leute, die von dieser Zeit kommen, Jam, ja. Farid. Ja. Da gehört eine gehörige Portion Anerkennung mit dazu, weil wir haben aus ganz anderer Motivation heraus angefangen, Musik zu machen. Ja. Es gab nichts zu holen. Wenn jetzt ein Newcomer anfängt, Musik zu machen, dann hat er direkt morgen, übermorgen die Möglichkeiten auf geile Deals, wenn er wenn er was Gewisses mitbringt oder gewisse Zahlen mitbringt. Das hatten wir alles nicht. Bei uns war sogar umgekehrt. Ihr habt noch Geld reingesteckt. Wir haben Geld reingesteckt und bei uns war es so, dass die etablierten Künstler auf einmal aufgehört haben zu rappen. Weißt du, was ich meine? Ja, stimmt. Auf einmal hast du gesehen, Oli Bani hat aufgehört, Sammy Deluxe ist auf einmal, hat sich angemalt, Herr Sorge geworden, Curse hat aufgehört, der hat aufgehört. Ja. Und dort ist auch das erste Mal charakteristisch, meiner Meinung nach, hat Deutschrap sein Gesicht bekommen. Weil du kannst ja zum Beispiel nach Amerika gucken und du weißt ungefähr, Ami-Rap hört sich so an. Es gibt natürlich verschiedene Richtungen jetzt, aber es hat so einen gewissen Charakter, wie Ami-Rap klingt. Es hat einen gewissen Charakter, wie UK
ja, klingt. Es hat einen gewissen Charakter, wie Franzosen klingen und wie alle anderen klingen. Mhm. Und dort ist so ein bisschen, finde ich, das Gesicht von Deutschrap, ich will nicht sagen entstanden, mhm, sondern es hat sich so, es hat sich richtig geformt. Ja, es gab ja auch davor Sachen, von denen wir beeinflusst waren. Ja. Ohne Frage, aber dort hat sich auf jeden Fall das Gesicht so richtig geformt, mhm, und da sind ganz viele Künstler gekommen, die bis heute noch ein, ja, Riesenbegriff sind für die Szene, für alle Newcomer. Ja. Ich sehe heute Songs, die den gleichen Songkonzept haben wie wir vor 10 Jahren. Weißt du? Ich will keine, ja, Songs nennen, ich will keine Namen nennen, vielleicht wollen die Leute das nicht, mhm, dass sie sich daran orientiert haben oder, ja, sich haben beeinflussen lassen haben. Aber ich sehe das und ich finde das gut. Ja. Ich denke, das ist eine gute Wertschätzung so. Ja. Und so muss das auch sein. Ja. Alles baut aufeinander auf. Voll, ist ja voll schön zu sehen, dass, also 10 Jahre ist schon amtlich, Alter. Hättest du das damals gedacht, dass du 10 Jahre durchhältst? Ja, ich mache seit 10 Jahren, release ich meine Alben. Das, ja, heißt, ja, ich, stimmt. Ich bin seit 10 Jahren am Start, ich bin seit 15, ja, ja, Jahren am Start. Ja. Ich habe angefangen, das erste Mal einen Text zu schreiben, da war ich 15. Okay. 14, 15. Ja. Und das ist jetzt schon 18 Jahre her. Und seit 15 Jahren, vor 14 Jahren, war ich in meiner Stadt schon ein Begriff. Ja. Und du rappst länger in deinem Leben, als dass du nicht rappst. Genau. Das ist schon sehr wild. Genau. Und ich fühle mich immer noch voll jung. Ich bin jetzt Leute, die normalerweise so lange am Start sind. Ja. Die sind, was weiß ich, 45 oder was. Weißt du, ja, was ich meine? Oder die wirken. Aber wir sind halt sehr früh, direkt, mhm, wir wurden in ein Becken reingeworfen und waren sehr früh schon für sehr viele Leute ein Begriff. Und das tut uns heute immer noch gut. Ja, man weiß, was man kriegt bei dir. Wir haben jetzt hin und wieder immer dein Kind erwähnt, deinen, ja, Sohn. Ich hab 2. Nein, wirklich? Ja. Gratulation. Seit wann denn das? Seit 7 Monaten. Seit, ach, crazy. Monaten, 7, 8 Monate, ja. Ich dachte mir schon, weil der letzte Song auf deiner Platte ist... Devo. Deinen Söhnen dann gewidmet wahrscheinlich? Nee, Devran. Deinen zweiten Sohn? Genau. Mein, ach, zweiter, krass, Sohn heißt Devran. Okay. Ach, Gratulation. Schön, Mann. Dankeschön. Geil. 2 Söhne auch noch. 2 Kinder, 2 Söhne. Ja. Crazy. Ich meine, ist sowieso klar, was das ändert irgendwie im Lifestyle so, wenn man Vater wird, gerade, ja, wenn man da ist und auch, ne, als Vater auch seine Rolle wahrnimmt und so weiter, so wie du. Wenn du jetzt so zurückblickst, wie alt ist dein ältester Sohn, dein älterer? 3. 3? Wie ist das so? Was ist das für eine Phase gerade? Ist Kita oder wie ist dein, genau, Tagesablauf so? Ja, der geht zur Kita? Ja. Ja. Witzig, Alter. Crazy. Was würdest du sagen, hat dir das so am meisten gegeben, jetzt wenn du 3 Jahre und auch noch schon das zweite Kind da ist? Was ist es, was dich am meisten geändert hat an der ganzen Experience so? Also Bro, bisher? Ich sag dir, mein älterer Sohn, der Hassan, der war für mich richtig so, also wirklich in einer sehr, sehr schwierigen Phase, der war so meine Medizin. Der hat, okay, mir wirklich sehr viel gegeben, der hat mich aufgefangen. Bei mir war, als mein Vater verstorben ist, das war wirklich für mich eine sehr, sehr schwierige Situation. Ich habe wir haben ein sehr enges familiäres Verhältnis. Mhm. Ich habe ein krankes Verhältnis mit meinem Vater gehabt. Und es hat mich vielleicht einen Ticken mehr beschäftigt, wie es normal sein sollte. Mhm. Ich meine, ein Verlust ist immer etwas Schlimmes, aber, ja, es war wirklich eine sehr schwierige Zeit und da hat der mich komplett aufgefangen. Und als mein zweiter Sohn dann auf die Welt gekommen ist, ist ja noch nicht so lange her, das ist so, das hat richtige Glücksgefühle, ja, in mir ausgelöst. Ich habe es ganz anders genossen. Mhm, klar. Und natürlich, die ändern alles. Also am meisten ändern sie dich und deine Art und Weise, wie du denkst, über alles. Mhm. Weil ich glaube, die reinste Form, die reinsten Gedanken, die du fassen kannst, fässt du, indem du dir die Frage stellst, würde ich das auch meinem Sohn beibringen? Oder würde ich ihm auch beibringen, so zu sein? Oder, mhm, was würde ich ihm raten? Weißt du, und es ist immer ein positiver Touch da. Und davor ist der vielleicht nicht so ausgeprägt. Weißt du, was ich meine? Also es ändert sehr viel. Der Familienbezug ist krass bei mir. Mhm. Das ist schon sehr, sehr wichtig bei mir. Hast du viele Gedanken oder Gespräche vorher, wenn du, also du hast auch über deinen ersten Sohn Hassan ja schon, du hast ihm quasi das Album in gewisser Hinsicht gewidmet und den ersten Song und so weiter und so fort. Und jetzt hast du... Nicht nur ihm, sondern auch mein Vater. Dein Vater auch, ja. Ja, aber, und mein Spitzname ist auch Hassur. Also ich meine, es ist so, ja, ein Name, der so...
Allgegenwärtiges bei mir. Ja. Ich habe meinen Tabak danach benannt. Richtig absurd eigentlich. So, weißt du, was ich meine? Ja. Aber es ist mein Spitzname. Mhm. Mein Vater heißt Hassan. Ich habe meinen Sohn nach meinem Vater benannt. Mhm. Und dieser Name spielt eine sehr große Rolle in meinem Leben. Denkst du viel darüber nach, ob du so private Sachen tatsächlich in die Musik packst? Weil ich glaube, wenn wir die Zeit zurückdrehen würden, 10 Jahre, klar waren da die Sachen auch persönlich und so weiter, aber da war man halt ein junger Typ, der nur über sein eigenes Leben gerappt hat. Jetzt rappst du halt deine Familie. Nein, Bro, damals war es schlimmer. Wenn ich mir jetzt Lieder anhöre von mir selber von vor 10 Jahren, vielleicht hört meine Hörerschaft das jetzt nicht gerne, so weißt du, weil alles hat seine Daseinsberechtigung, weißt du. Ich sag dir ja die ganze Zeit, dass man sich weiterentwickelt und dass man vielleicht mit dem Ich von vor 2 Jahren nicht so viel anfangen kann, wie mit seinem jetzigen Ich. Und wenn ich Sachen von vor 10 Jahren höre, kriege ich das Kotzen. Die Sachen sind mir viel zu kitschig. Richtige Gefühlsstriptease. In manchen Liebesliedern, schau auf Wände und so. Ja. Weißt du, was ich meine? Okay, ja. Das ist, so bin ich gar nicht mehr. Das ist für mich wie wenn ich so einen Deutschrap-Charakter mir von außen angucke, wie du das vielleicht siehst. So, aber das ist ja immer noch ein Liebessong, den du irgendwie, also da machst du Gefühlsstriptease, aber jetzt rappst du über andere Menschen. Ich stehe hinter den Sachen. Wenn ich hinter diesen Sachen nicht stehen würde, würde ich sie aus dem Internet löschen. Ja. Oder ich würde alte Interviews... Die sind ja Teil deiner Entwicklung und so weiter, das ist ja klar. Ich gucke mir jetzt ein Interview von vor 5 Jahren an und ich denke mir, Bruder, was machst du da? Was hast du da geredet? Wie warst du drauf? Und aber die Sachen gehören zu mir. Ich kann das nicht irgendwie wegmachen oder verleugnen oder abschneiden. Logisch, genau. Genau, und deswegen, man entwickelt sich weiter. Und wenn ich heute irgendetwas preisgebe von mir, dann ist das viel gezielter und viel ausgedachter, also viel durchdachter, nicht ausgedachter, was für ausgedachter, viel durchdachter. So, ich erzähle jetzt zum Beispiel mit Hasso so viel, in 3 Minuten, 4 Minuten, wie lange geht der Song? Ja. Ich erzähle so viel, jede Zeile hat so viel Gewicht für mich und ich mache nicht 5 Lieder, die in so eine Richtung gehen. Verstehe. Und Devo ist für mich auch, ich bin sowieso immer ein Typ gewesen, der auf seinen Alben so wichtige Sachen gern thematisiert hat und das bin ich dem Kleinen, das war ich dem 100% schuldig, dass er seinen eigenen Dings hat, Soundtrack. Das ist geil, auch wenn die später älter werden und so. Wie ist deine Gefühlslage gerade? Hast du Bock auf noch mehr Kinder? Ja, schon, auf jeden Fall. Wie viele soll es werden, bestenfalls? Bro, es wird immer weniger. Also als ich am Anfang geheiratet habe, habe ich mir gedacht, ich will 7 Kinder. Ja. Dann, was sagt deine Frau? Nach dem ersten, ja, Bruder, die sieht das natürlich nicht so locker wie ich. darauf sollte man natürlich, das sollte man natürlich auch berücksichtigen. Ja. So auf egoistisch jetzt 7 Kinder und dann hier, guck mal, ich bin auf Konzert. Ich bin auf Tour, So funktioniert das natürlich nicht. Ja. Aber als ich meinen ersten Sohn bekommen habe, habe ich mir dann gedacht, okay, Tamam, vielleicht doch keine 7. Weißt du? Okay, lass mal ein bisschen runterschrauben. Bei meinem zweiten habe ich auch so gedacht, aber ich will auf jeden Fall safe. Ich will ein Kind will ich auf jeden Fall noch. Ist schön, eigentlich. Gleich auch 2. Echt? 1 auf jeden Fall noch, ja. Richtig schön, Mann. Das freut mich, dass das alles so. Was mit dir? Wer weiß? Wann hast du dein erstes Kind bekommen? Wie alt warst du da? 29 oder so? 30? 30. Ich bin 28. Hat noch Zeit. Hast 2 Jahre noch. Ruhig, ja. Ich hab's perfekt gemacht. Du musst wie ich machen. Du musst. Direkt der Druck. Lass dir Zeit. Wenn du, aber wenn du wirklich, also wenn du dann irgendwann so weit bist, überleg gar nicht. Mach direkt. Ey, das ist krass. Das hört man so oft. Also gerade von Männern. Du wirst es erst verstehen, wenn du selber eins hast. Väter sagen so oft, boah, ich habe viel zu lange nachgedacht. Hätte ich einfach mal gemacht. Ja, Mann. Ja. Ich habe einen Kumpel, der hat sehr früh schon ein Kind bekommen. Mhm. Der war da vielleicht 20 oder so. Boah, okay. Ja, krass. Und dann hat er sein zweites bekommen mit 21. Puh. Und dann hat er sein drittes bekommen mit 24 oder so. Ne? Ja. Und dann war ich irgendwann so an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ey Bro, aber Dings, so, ich brauche, wir haben darüber geredet, er hat gesagt, mach. Und ich habe gesagt, Bruder, ich brauche irgendwie so eine gewisse Sicherheit. Der meint, Bruder, was willst du noch mehr Sicherheit? Weißt du, was willst du noch mehr Sicherheit? Ja. Als unsere Väter uns bekommen haben, waren die arbeitslos in der Ecke, haben gar nichts gemacht. Habe ich mir immer gemerkt, weil
damals musste alles nicht so, ja, so krass durchdacht sein. Jetzt, man will alles, dass perfekt ist und ja, man macht sich so viel Gedanken. Aber manchmal wächst man auch an einer Aufgabe. Safe. Also wenn man darauf wartet, wann man endlich bereit ist, dann wird der Moment halt nie kommen, denke ich. Ja, so. Irgendwann musst du einfach Augen zu. Man hat, kann ja nicht das perfekte Training machen, um Vater zu werden und dann sagen, ja, jetzt habe ich die Testbögen für den Führerscheintest gelernt, jetzt kann ich in die Prüfung. Ja, safe. Das geht ja so nicht. Sprechen wir mal über das Album. Eine Sache, die sich irgendwie durchzieht durch deine Karriere, sind die wilden Featurelisten. Du hast diesmal wieder, also Creme de la Creme auf dem Album drauf. Jizzes, Raff, Reezy, Mattea ist drauf, auch sehr interessant, finde ich. Komplette Scorpion Gang ist drauf, außer Jam. Ja. Habt ihr euch das aufgehoben für Maximum, ich weiß gar nicht, 4? Kommt Maximum 2 jetzt, um die Lücke zu füllen, um richtig Verwirrung zu stiften? Nee, also wir haben jetzt, da steckt jetzt auch nicht unbedingt eine Marketing dahinter, also wir haben jetzt nicht irgendwie die Features ausgelassen, okay, oder ich habe jetzt nicht irgendwie Jam bewusst nicht aufs Album gepackt, weil jetzt als nächstes Maximum oder so kommt. Mhm. Ich glaube, wenn die Leute anfangen, Maximum zu fordern, so, dann werden wir uns Gedanken machen, ein Maximum zu geben. Aber wir haben wirklich so viele Songs miteinander. Ja. Ne, wir haben gerade ein Album gemacht. Ja. Wir haben danach noch ein 15-Sekunden-Album gemacht. Das war auch nice, ja. Weißt du, wir hocken sowieso aufeinander. Ja. Dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass man vielleicht diese Kombination ein bisschen austrocknen lassen muss. Mhm. Ne? Weil ich habe auch das Gefühl gehabt, dass nach Maximum 3 der Impact auf die Szene oder die Wertschätzung nicht die war, die wir vielleicht gerne hätten. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, dann soll jeder mal einmal vermissen, die Todeskombo, weißt du? Ja. Weil für mich ist das eine harmonierende Sache, die ist unaustauschbar. Safe. So viele krasse Singles, krasse Songs, krasse Hits schon gemeinsam gemacht. Ja. Und wenn der Zeitpunkt kommt, dann kommt er. Ich finde die Dynamik auch geil, wie der erste Teil hat ihm so einen unnormalen Push gegeben. Da würde ich sagen, warst du der Etabliertere zu dem Zeitpunkt. Das hat ihm so übertrieben geholfen. Beim zweiten Teil hatte ich so das Gefühl, wenn man das jetzt so competition-mäßig sieht, ich finde, beim zweiten Teil hast du gut vorgelegt, Alter. So, auch deine Parts und so. Auf dem zweiten Teil waren sehr, sehr nice. Oder danke, Bro, danke, Bro. Ja. Beim ersten Teil, ich konnte das nicht begreifen. Jam war schon immer krass. Ja, Jam war schon immer krass. Ja. So, mich freut das, dass er mit Maximum diesen Push, den er eigentlich die ganze Zeit schon hätte haben sollen, dass er den bekommen hat. Und er steht zu Recht da, wo er ist. Er ist einer der krassesten, wenn nicht sogar der krasseste in Deutschland. Und er kann alles. Das zeichnet uns, glaube ich, aus. Mhm. So, dass wir können dir jetzt einen Real Talk-Song machen. Wir können dir einen modernen Song machen. Wir können sehr viel machen, weil wir einfach sehr viel auch schon gemacht haben. Voll. Auf jeden Fall. Was hat dich gestört, weil du hast gerade angesprochen an Maximum 3 und der, wie das aufgenommen wurde? Nee, gestört hat mich gar nichts. Also wir sind eigentlich komplett zufrieden mit dem Projekt gewesen. Ja. Ich mache das immer sehr viel fest daran, so wie viel Spaß wir an einer Sache hatten. Mhm. Und wir haben unnormal viel Spaß gehabt, als wir dieses Album gemacht haben. Das Album war sehr erfolgreich. Es wird im Nachhinein, wenn man so vielleicht zurückschaut, haben die Leute so vielleicht im Kopf, dass Maximum 1 das viel größere Album war. Ist es von den Zahlen her zum Beispiel nicht, aber von dem Impact, von der Zeit her, von dem Impact, was es auf die Szene gemacht hat und wie es da steht, es steht wie ein Klassiker da. Ja. Genau. Aber wir sind trotzdem sehr, sehr zufrieden. Ja. Die Zahlen sind krank. Ja. Sehr gut. Ich glaube, das ist auch an dem Punkt der Karriere, wo ihr seid, tatsächlich auch wichtig, dass man Spaß hat an allen Projekten. Wo ich beim nächsten Feature-Guest wäre, über den ich gerne mit dir sprechen würde, ganz kurz, das ist Raff. Ich glaube, die Leute wissen gar nicht genau, wie krass dein Verhältnis zu Raff ist. Ihr kennt euch, glaube ich, seit fast 15 Jahren. Ihr habt ein gemeinsames Tattoo auf dem Oberschenkel, glaube ich, beide, ne? Ja, wir haben so ein Partner-Tattoo, haben wir in Island gemacht. Ja, beim Neptun-Dreh, glaube ich, vorletztes Jahr. Wie würdest du deine Freundschaft zu ihm beschreiben nach diesen ganzen Jahren und den ganzen Erlebnissen, die ihr hattet? Also wir hocken jetzt nicht aufeinander wie Jam zum Beispiel. Jam und ich sind da schon sehr eng, aber wir haben jahrelang einfach ein sehr gutes Verhältnis. Wir sehen uns oft über das Jahr, sehen wir uns, wir machen gemeinsam Musik, wir haben sehr viel Respekt voreinander. Hm. Ich schätze ihn als Menschen sehr, ich habe viel Respekt davor, was er gemacht hat, wie er sich zurückgebracht hat. Auch er
hätte schon viel früher glänzen müssen. So damals, es gab Zeiten so, da hat er immer so, da war er viel kleiner, wie er jetzt ist, so weißt du. Ja. Zu diesen Zeiten habe ich schon sehr viele Stücke von ihm gehalten, so. Es gab ja auch diese eine Zeile, die bis heute eigentlich immer noch ein Slogan in seiner Karriere ist, dieses Raf Camora lebt. Und sagt, Raf Camora lebt, ja. Genau. Wo ich diese Zeile gedroppt habe, das habe ich gemacht, weil ich da schon eigentlich voll seinen Film verstanden habe. Ja. Und ich fand ihn krass und auch mit wie viel Begeisterung, Elan und mit wie viel Fleiß er gearbeitet hat. Ja. Also hätte ich das wirklich auf jeden Fall verdient. Ja. Er steht zu Recht da, wo er steht. Hundertprozentig. Du hast dein eigenes Label auch gegründet. Vielleicht ganz kurz abschließend dazu. Du hast Morpheus natürlich auf dem Album auch drauf. Alter, dein erstes Signing auf Rebel Army. Ja. Was jetzt von ihm dieses Jahr kommen wird, das wird man eh sehen. Musikalisch, denke ich. Ja, er ist jetzt der Nächste. Kann man sich eh, also ja. Allein schon die Features auf dem Scorpion Gang Ding, auf deinem Album, seine ersten paar Singles, das verspricht eh schon Qualität. Du hast aber noch ein paar Jungs auf dem Album, die sind auf dem Quelle Remix. Ja. Und da kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass du diese Jungs auf dein Album holst, wenn da nicht zumindest irgendwo der Gedanke ist, dass die vielleicht irgendwann enger mit dir zusammenarbeiten. Also zusammenarbeiten ist safe, auf jeden Fall. Wieso nicht? Das sind alles meine Freunde, meine langjährigen Freunde, die, wo ich aber sagen muss, Zusammenarbeit jetzt nicht in Form von irgendwie einem Label-Signing oder sowas. Verstehe. Sowas habe ich jetzt nicht irgendwie geplant. Mhm. Ich versuche den Jungs einfach, wenn die meine Hilfe brauchen oder wenn ich die irgendwie supporten kann, ich mache das sehr, sehr gerne. Plus, ich feiere die auch jeden von dem Song, also von dem Quelle-Remix, ja. Feiere ich abnormal. Ja. Das ist für mich einfach harter, tougher Street-Rap. So. Ja. Ich kann mir das geben. Plus, ich weiß, wie die Jungs drauf sind. Sie sind sehr, sehr authentisch. Ist jetzt nicht irgendwie so aus einem Mund von einem 18-Jährigen so Flex-Gelaber oder keine Ahnung was. Ob das jetzt Typen sind, vom Signing her, die zu meinem Label passen würden, ich denke eher nicht, weil Morpheus ist ein Künstler, er bringt, Bro, guck mal, ich werde keine Namen nennen, aber ich habe über die letzten 10 Jahre so viele Leute gehabt, die bei mir hätten landen können, so viele Künstler, die du auch kennst, und ich habe nie das Bedürfnis gehabt, irgendjemanden von denen irgendwie unbedingt machen zu müssen. Ja. Natürlich auch zum Teil auch, weil ich selber zu gut funktioniere und ich mich auf mich selber konzentrieren muss. Ja. Aber bei Morpheus ist das Ding, der Junge ist erst 20 und hat eine Veranlagung, musikalisch, und er kann sich noch in ganz, ganz gefährliche Sachen entwickeln. Mhm. Das kann noch sehr gefährlich werden mit ihm. Deswegen war der Punkt einmal da, wo ich gesagt habe, okay, den muss ich nehmen. Den muss ich nehmen. Ja. Da kann ich nicht Nein sagen, da muss ich jetzt Gas geben. Und wenn das wieder der Fall ist, dann bin ich wieder hier bei dir. Sehr gut. Nimm den dann mit, aber ja. Ey, Casey, ich danke dir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke für dieses Album, Alter. Ich wünsche viel Erfolg damit. Dass ich hier sein durfte. Bleib gesund. Ich hoffe, live läuft bald wieder richtig schön an, weil sobald es wieder losgeht, mache ich meine Dates und dann safe. Geht's. Sehr gut, Alter. Bleib gesund. Ich danke dir, ja. Ciao, ciao.